Leute, willkommen zurück zu Contrast. Beim letzten Mal haben wir das Rätsel hier nicht geschafft und ich habe jetzt so ein bisschen rumprobiert und die Lösung gefunden. Ihr müsst die Kiste in den Schatten packen, das Gerät hier so weit rumholen und dann könnt ihr das ganz einfach hier im Schatten bewegen. Und da haben wir die Kiste. So, dann schnappt ihr euch die und könnt die hier auf den Platz drauflegen, wo sie hingehört. Perfekt. Das müssen wir natürlich wieder zurück machen. Dahin, super, und dann können wir hoch. So einfach ist das. Wenn man nur mal sich ein bisschen konzentriert und nachdenkt, ne? So, hier können wir nichts machen. Hier müssen wir in den Schatten gehen. Wie mache ich das? Ach so, hier. So, hoch. Interagieren. Oh nee, den habe ich verpasst. Kacke, aber das schaffen wir. Da brauche ich ja, es ist nicht wirklich schwer. Dann brauche ich nur in den Schatten reinzugehen und dann kann ich da mitlaufen. Und dann die Kiste da hinten drauflegen. Ich muss jetzt einmal kurz warten, wie gesagt, weil er noch hier rumgeht, der Schatten. Beziehungsweise das Licht ist ja nicht der Schatten, das ist ja das Licht. Ich bin ja der Schatten. Aber gut, so. Guck mal, so schön geht das. So schön geht das. So, Kiste drauf. Perfekt. Müssen wir wieder zurück. Kann ich aber auch eben so gehen. Brauche ich nicht mehr auf den blöden Schatten zu warten. Auf das blöde Licht meine ich. Mensch. So. Und schon sind wir eine Etage höher. Hier noch was zu sehen. Da hinten ist ein Blatt, ein Bild. Bild des Schatten eines Mädchens neben einer Frau auf dem Gehweg. Ja, das ist ja sowas ähnliches wie wir dann sind praktisch, ne? So eine Person, die man nicht sieht, aber der Schatten ist trotzdem da. Hört sich ein bisschen komisch an vielleicht. Ist es auch, denke ich. Aber es gibt halt komische Sachen auf dieser Welt. So, was haben wir da? Okay. Ach, super. Na schön, dann können wir da ja hoch. Ich weiß zwar nicht, warum das Teil jetzt hier runtergefahren ist, aber gut. Wird wohl schon seinen Sinn haben. Guck mal, eine schöne Tür. Hier mitten im Leuchtturm. So, hier geht's weiter. Wollen wir mal gucken. Da. Hier liegen noch ein paar Sachen rum. Okay, wir finden diese Sachen also hier. Was ich ein bisschen komisch finde, ehrlich gesagt, weil normalerweise geht man davon aus, dass die ungefähr in der Reihenfolge sind, ne? Aber gut. Vortrag von Dr. William James, Professor der Psychologie an der Harvard Universität, ja. Autor von Ein pluralistisches Universum und die Bedeutung der Wahrheit. Gründer der amerikanischen Gesellschaft für psychische Fortbildung. 2. Dezember, 20 Uhr, Frosthalle. Das astronomisch unsichtbare Universum ist nur eine Möglichkeit. Parallel zu unserem Universum können auch weitere Universen existieren. Die Menge aller möglichen Universen ist das Multiversum. Welche Bedeutung hat das Multiversum für die Erkenntnistheorie und die Eschatologie? Fangen neue Universen als Folge des freien Willens zu existieren an? Können Wesen sich zwischen Paralleluniversen bewegen? Dr. James wird zudem über seine Untersuchung des Multiversums referieren, mittels mystischer Erfahrung und Experimenten mit Lachgas und Peyote aufgestellt hat. Vortrag von Dr. William James, Untersuchungen des Multiversums mittels mystischer Erfahrung. Aha, hört sich jetzt erstmal alles ein bisschen schräg an. Aber irgendwo auch sinnvoll. Man weiß es nicht, ne? Verschwundener Illusionist gesucht im Zusammenhang mit verschwundener Assistentin. Das wird wieder lang dauern. Ich finde es ziemlich undeutlich und es ist ziemlich klein, deswegen habe ich oft Schwierigkeiten beim Lesen. Naja,
Scotland Yard sucht fieberhaft nach dem bekannten Illusionisten Arthur, den Nachnamen Elisieux, ich weiß es nicht, um Licht in das Verschwinden seiner Assistentin Aurora Rose wohnhaft in Chipping Norton zu bringen. Miss Rose wurde zuletzt auf der Bühne des Baker Street Theater, während Mr. wie auch immer er jetzt genau nochmal heißt, berühmter Zaubervorstellung gesehen. Mr., oh Mann, wie oft der Name denn noch? Er ist bekannt für dafür, dass er seine attraktiven Assistentinnen verschwinden und wieder auftauchen lässt. Am Abend des 28. Oktober jedoch versäumte er offensichtlich den zweiten Teil dieses Tricks. In polizeilichem Gewahrsam gab er zu Protokoll, dass er selbst am meisten darüber erstaunt sei, dass Miss Rose nicht nach dem Ablauf der Vorstellung folgend wieder auf die Bühne auftauchte. Sie löste sich zwar in Luft auf, sagte er, aber danach musste sie wieder zurückkehren. Polizeidirektor Gilles Lestrade oder wie auch immer geht von keinem Verbrechen aus. Vielmehr habe die Polizei keinerlei Hinweise dafür gefunden, dass Miss Rose an dieser Welt weiter existiert. Mr. Wird am Donnerstag freigelassen. Jetzt sieht es allerdings so aus, als ob auch er verschwunden ist. Seine Vorstellung in der Baker Street wurde abgesagt und in seinem Hotel, dem Blackstone, wurde er nach seiner Freilassung auch nicht mehr gesehen. Seine Habseligkeiten befinden sich weiterhin in seinem Hotelzimmer und seltsamerweise wurden einige seiner Kleidungsstücke laut der Zimmermädchen von einer oder mehreren unbekannten Personen verlegt. Wer Angaben zum Aufenthaltsort von Mr. Oder Mrs. Rose machen kann, ist aufgefordert, sich bei Scotland Yard zu melden. Oh, wow. Okay, also hier gehen seltsame Dinge vor. Ich finde es ganz witzig, dass wir jetzt am Ende des Spiels, und ich sage euch, das ist fast das Ende, so langsam die Geschichte so ein bisschen mitbekommen. Das ist ein bisschen, denke ich, nicht ganz sinngemäß, aber okay. Was können wir hier noch machen? Licht an. Ey, das ist gemein. Okay, kommen die wieder runter? Oder muss ich den Hebel dann wieder betätigen? Okay, ich muss den Hebel betätigen. Hallo? Aha. Okay, das war jetzt nicht so schwer. Ich hatte Angst, dass ich es nicht schaffe, muss ich sagen, aber es war jetzt nicht so schwer. So, da haben wir noch ein Bild. Guck mal. Bild, das die Auswirkungen der Schattendimension auf der Welt zeigt. Mhm. Ja, guck mal, das Auto oben. Das ist gar nicht da und die Frau ist auch nicht da. Und unten? Unten fällt mir jetzt nichts Besonderes auf, ehrlich gesagt. Ach, unten ist das Auto da und da laufen auch Leute vor, aber die sind nicht zu sehen. Ah, interessant. Ich finde es interessant, aber ich finde, das ist alles ein bisschen komisch, dass es jetzt erst so erzählt wird hier in diesem Leuchtturm. Aber gut. Aha. Okay, wieder Zahnräder. Ich mag Zahnräder nicht. Hier haben wir noch so ein Ding. Können wir hier durch? Ne, die Kiste blockiert uns den Weg. Wir haben auch keinen Schatten, durch den wir gehen können. Da werden wir wohl von außen nochmal drankommen, denke ich. Okay. Wissenschaftliches Bild. Aha, das zeigt die Schattenentstehung so ein bisschen. Mit ganz viel Formeln und drumherum. Okay, hier ist noch was. Bild eines Skelettes und seines Schattens. Ja, darum geht es ja im Endeffekt auch, um die Schatten. Es ist eigentlich ein interessantes Thema. Guck mal, die Lampen schon wieder. Okay, wo müssen wir hin? Hier drauf vielleicht? Wir müssen eindeutig da hoch. Kommt hier Schatten?
Also Licht, irgendwas. Ich sehe keine. Wie soll ich das denn machen? Bin hier kein Licht. Ach so, nur eins geht auf, okay. Ich verstehe. Verstehe. Nur eins geht auf. Entweder das oder das. Wir brauchen das. So. Okay, das war jetzt auch nicht so schwer. Mensch, es läuft. Es läuft so ein bisschen gerade. So, hier hinten ist noch was gewesen. Ein Bild. Der Buchhalter ist die Errungenschaft. Bild von Vincenzo und Dawn. Aha. Aha. Okay, das war übrigens das Letzte. Die anderen beiden haben wir, glaube ich, wirklich übersehen, die nach oben noch fehlen. Dawn war also die Assistentin von Vincenzo. Beziehungsweise ist die Assistentin von Vincenzo. Aber warum? Zur Hölle? Ich verstehe es noch nicht alles ganz. Die hat hier auch, guck mal, die hat hier noch lange Haare gehabt. Das Outfit war dasselbe, aber die hat noch lange Haare gehabt. Ein bisschen komisch, ne? Also es nochmal. Man weiß es nicht. Also wir sind die Assistentin von Vincenzo, aber warum sind wir nicht mehr da im wahren Leben, sondern nur noch in der Schattenwelt? Schattendimension, man weiß es nicht, ne? Man weiß es nicht. So, wo müssen wir jetzt hin? Hier können wir noch hin. Was gibt's hier? Können wir in den Schatten? Wenn hier Schatten wäre. Also brauchen wir erstmal Licht. Das Licht gibt's hier. Hier gibt es auch nochmal Licht. Oh, wow. Okay, hier kann ich noch nichts machen. Das sieht nach einem größeren Rätsel aus jetzt hier. Hier könnte man auch nochmal reingehen, alles klar. Aber ich glaube, wir brauchen erstmal hier das. Die Kiste wird das sein, was wir hier lang transportieren müssen. Deswegen stelle ich die schon mal hier ab. Dann müssen wir nämlich hier jetzt diese zweite Klappe aktivieren. Die muss ja auch einen Sinn haben. Nämlich den, dass wir jetzt hier draußen Licht haben. Guck mal. So. Können wir das hier bewegen? Nee. Doch. Muss doch gehen. Ich drück doch X. Aha. Ausrichten des Scheinwerfers. Ach, okay, dann muss ich... Ja, ich verstehe. Ich verstehe. Das heißt, die Kiste muss wieder in den Schatten. So, dann müssen wir das genauso machen wie unten im Leuchtturm. Finde ich gut. Die Art von Rätsel gefällt mir sehr. Okay. Danke. So. Ey, ganz ruhig. So, wunderbar. Das heißt, wir können jetzt hier hoch... und mit dem nächsten Scheinwerfer arbeiten. So. In den Schatten würde ich gerne. Kann ich noch nicht. Muss ich mir dann nochmal irgendwo Licht herholen oder was? Warte mal. Wenn ich jetzt von hier aus auf... Moment mal kurz. Kann ich hier hingehen? Ne, kann ich nicht. Bringt so nichts. Achso, ich kann... ne, ich glaube nicht, dass das so gedacht ist, ehrlich gesagt. Da der obere Scheinwerfer muss ja auch zu was gut sein. Ich gehe nochmal hier hin und wechsle das nochmal. Wobei, ne, das bringt auch nichts, ne? Das bringt auch gar nichts. Gehen wir nochmal hoch. Hoch. Ja, komm. Hier ist so eine Kugel. Die wird wahrscheinlich aber erst aktiviert. Ach ne, die Leiter wird auch aktiviert. Wo kriegen wir das Licht her, ist die Frage. Hier ist noch was. Muss ich gegebenenfalls was hierauf ausrichten? Ich weiß es nicht. Nee, geht eigentlich nicht. Wie kriege ich das Licht hier hoch? Ich brauche ja hier...
Hier kommt das her, guck mal. Hier durch. Da. Da muss ich hin. Aha. Perfekt. Rätsel gelöst. War gar nicht so schwer. Jetzt muss ich die Kiste nur in den Schatten packen. Ah, ja, das war knapp. So. Dann muss ich das zusammenziehen, genau wenn die Mauer gerade komplett ist. Boah, Leute, ich bin gerade so konzentriert. Ich warte noch einmal. Ich warte lieber noch einmal. Oh, Kiste ist drüben, perfekt. Hat geklappt. Ey, richtig gut, das Rätsel gefällt mir. Hätte ich nicht gedacht, dass mir das was so gut gefällt hier. Ich war ja bei den letzten Rätseln ein bisschen genervt immer und habe auch ewig gebraucht. Aber das Rätsel finde ich richtig gut. So. Jetzt haben wir das. Jetzt ist die Frage. Ich muss jetzt da hoch. Wie komme ich jetzt da hoch? Irgendwas muss ich mit den Rohren hier machen, denke ich. Okay. Muss ich jetzt ernsthaft... Ja. Ich glaube, ich habe einen Speicherpunkt. Schön. Ich glaube, ich muss hier ernsthaft reinspringen. Ja, ich würde vielleicht auch eine Stelle treffen, wo man in den Schatten kann. Okay, ich versuche das mal und wenn ich das schaffe, dann sehen wir uns wieder in einem neuen Part von Contrast.